Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Markus Mohr, ich bin der Sprecher des Kreisverbands hier in Aachen und darf Sie im Namen des Vorstands ganz herzlich zu unserem ersten Aachener Sommerdialog begrüßen und willkommen heißen. Wir möchten mit diesem Dialog ein Format in Aachen etablieren, wo wir mit Gästen ins Gespräch kommen zu unterschiedlichen Themen und uns die Zeit nehmen, das Ganze auch ein bisschen intensiver zu bearbeiten. Viele politische Reden sind ja immer sehr schnell, staccato-mäßig, aber es ist auch oft ganz gut, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie heute hier zu dieser ersten Veranstaltung begrüßen können. Ich würde einen jetzt gerne mal fragen, wer von Ihnen hier aus Aachen kommt oder aus dem Raum Aachen. Also wer ist auf jeden Fall die Mehrheit, die da ist. Und das Jahr 2019 ist für Aachen ein ganz besonderes Jahr, denn es ist erstmals einem Oberbürgermeister gelungen, die städtischen Ausgaben über die 1-Milliarde-Euro-Grenze zu schrauben. Das ist eine absolut beachtliche Leistung. Herr Philipp ist seit rund 2010 Oberbürgermeister. Wo ist der Halbjahr? Der ist seit 2010 Oberbürgermeister und ist damit der verschwendeteste Bürgermeister, den wir jemals hier in Aachen hatten. Die Frage, die sich dabei stellt, ist eigentlich, woran liegt das? Und ich würde mal also auch noch eine Frage in den Raum werfen, nämlich die Campusbahn damals, wo es darum ging, hier schienengebunden den Nahverkehr zu machen. Wie viel hätte die im Jahr eigentlich gekostet an Unterhalt? Was wäre das so gewesen? Ich würde mal so ein paar Schätzungen entgegennehmen. Martin, vielleicht sagst du mal eine Zahl. Was denkst du, wie viel hätte der Unterhalt der Campusbahn gekostet? Das Thema war nämlich auch 2009, 2010 präsent. Ich schätze so 50.000 Euro. Im Jahr? Der Betrieb der Campusbahn. Okay. Wir haben 50.000 Euro oder, ja, Jost, was hattest du gesagt? 20 Millionen? 2 Millionen. 2 Millionen, okay. Ich nenne die Zahl, also der Betrieb der Campusbahn hätte im Jahr 4,3 Millionen Euro gekostet. Das wären die Ausgaben gewesen, um hier einen komfortablen, schienengebundenen Nahverkehr auf Gleis zu bringen, wo ältere Menschen, die vielleicht auch ein bisschen gehbeeinträchtigt sind, bequem einsteigen können, ohne groß ruckeliges Anfahren kommen. Wir haben heute einen totalen Verkehrskollaps in der Stadt, wir haben Probleme hier durchzukommen und 4,3 Millionen. Wegen dem Betrag ist das Ganze damals abgelehnt worden, weil man gesagt hat, die Stadt Aachen wird da vollkommen aus dem letzten Loch pfeifen, das ist alles nicht finanzierbar. Und heute, ein paar Jahre weiter, 9 Jahre weiter, bei der 1-Milliarde-Euro-Grenze sieht das Ganze dann doch verschwindend gering aus. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass die Personalkosten, die wir haben, in dem Zeitraum um über 90 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist einfach krass, wenn man sich überlegt, man hätte in Aachen damals gesagt, hört mal, wenn ihr auf die Campusbahn verzichtet, habt ihr aber am Ende nachher 90 Millionen Euro und mehr an Personalkosten, da hätten die Leute gesagt, hey, dann machen wir es mit der Campusbahn. Das wäre überhaupt gar kein Faktor mehr gewesen. Und jetzt überlegt man, woher kommt das mit den 90 Millionen Euro mehr? Ist das jetzt normale Lohnkostensteigerung? Was sind die Effekte davon? Nein, auch der Stellenaufwuchs liegt bei knapp 30%, den wir haben. Das heißt, die Stadtverwaltung Aachen ist personell massiv aufgebläht worden. Und wenn Sie da zum Beispiel auf die Seite der Stadt Aachen gehen und aufs Gleichstellungsbüro gehen, dann sehen Sie, dass dort zwei sogenannte Gleichstellungsbeauftragte beschäftigt sind. Denn man muss im Ganzen ja auch nachspüren, wo ist eigentlich in der Verwaltung Personal aufgestockt worden? Wo ist es mehr geworden? Für was gibt die Stadt Aachen das Geld aus? Und so eine Gleichstellungsbeauftragte ist eine Beamte, die wird mit A12 vergütet. Das sind irgendwo zwischen 3.700 und 4.700 Euro, die da im Monat vereinnahmt werden für eine Tätigkeit, die darin besteht, dass man halt ein paar Papiere schreibt, dass man darauf achtet, dass die Formulare mit einem Binnen-I versehen werden, dass die durchgegendert werden. Und das ist eine rigorose Unvorstellbarkeit, wenn man sich überlegt, für welche Gelder und Gehälter beispielsweise Arzthelferinnen oder Altenpflegerinnen dann teilweise in brutalen Wechselschichten arbeiten gehen. Und dieses Thema Gleichstellung, das Thema Gender Mainstreaming ist der heutige Themenpunkt und ich freue mich, dass wir interessante Gäste hier haben. Wir haben den Journalisten Herrn Matthias Matusek zu Gast. Wir haben unseren Bundestagsabgeordneten von der AfD Martin Renner und Frau Claudia Zimmermann, die seinerzeit als Journalistin oder Reporterin für das WDR tätig war. Und
ich freue mich auf einen angeregten Dialog, gerade über dieses Thema dann. Ist das notwendig? Brauchen wir das eigentlich? Was bringt das? Ist das Geldverschwendung? Schafft sich da eine Industrie ihre eigenen Arbeitsplätze? Was ist das eigentlich? Und welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat das? Und durchs heutige Programm führen wird Roger Lévion. Und ja, ich gebe damit an ihn über und freue mich auf die Diskussion und auf die Debatte. Ja, guten Abend auch von mir, meine Damen und Herren. Wir konnten, also so eine Veranstaltung hat einen langen Vorlauf, da konnten wir jetzt nicht wissen, dass wir die heißeste Juniwoche seit, glaube ich, dem Wetteraufzeichnung erwischt haben. Ja, das ist dann sozusagen heiße Luft auf die Windmühlen einiger der Leute, die wir draußen auf der Straße gesehen haben. Sie sehen, ich bin auch ein bisschen ins Schwitzen geraten. Ich habe nämlich den Herrn Matusek vom Flughafen abgeholt und da war ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen und dann wurde es halt etwas knapp mit der Zeit. Bitte das zu entschuldigen. Ja, nun fangen wir mal mit dem Herrn Matusek an. Sicherlich einigen von Ihnen bekannt, langjähriger Spiegelredakteur, zeitweilig auch Kulturchef beim Spiegel. In der Funktion auch als Korrespondent in Rio de Janeiro, New York, na, die Reihenfolge war anders, New York, Rio de Janeiro und später in London gewesen, Autor zahlreicher Bücher, darunter unter anderem die Vaterlose Gesellschaft, über die wir gleich auch kurz sprechen werden, sein aktuelles Buch White Rabbit oder Der Abschied vom gesunden Menschenverstand. Man kann den Eindruck kriegen, dass Teile der Bevölkerung sich davon verabschiedet haben. Natürlich haben wir kein Problem damit, wenn demonstriert wird gegen uns. Das ist natürlich das gute Recht der Leute. Man könnte aber auch einfach ohne Plakate in den Saal kommen und an der Diskussion teilnehmen. Da hätten wir also auch keine Probleme mit gehabt. Ja, Herr Matusek, ja, das Thema erstmal Gender Mainstreaming, das ist etwas sperrig, wer das überhaupt schon mal gehört hat, der kennt das vielleicht als sozusagen als Gleichstellungs- oder Frauenpolitik 2.0, so wird das meistens verstanden. Das Problem dabei ist, dass man die Tragweite von Gender Mainstreaming dabei auch unterschätzt, wenn man es so sieht. Denn Gender Mainstreaming geht viel weiter als einfache Frauenpolitik, sondern greift im Grunde genommen in sämtliche Lebensbereiche, in alle Verwaltungsstrukturen ein. Die Bundesregierung hat sich dazu verpflichtet, alle ihre Gesetzgebungsverfahren praktisch diesem Prinzip des Gender Mainstreaming zu unterwerfen. Ja, an der Stelle darf ich Ihnen dann unser Mitglied des Bundestages Martin Renner vorstellen, der Ihnen aus der Perspektive des Abgeordneten und aus dem Narrenschiff Berlin berichten kann, welche Früchte Gender Mainstreaming doch so trägt und womit sich die anderen Oppositionsparteien beschäftigen. Ja, dann haben wir noch einen Überraschungsgast, das ist die Frau Claudia Zimmermann, die ist kurzfristig bei uns auf die Bühne gekommen, ist langjährige Journalistin beim WDR gewesen, bis vor etwa, korrigieren Sie mich, Frau Zimmermann, 2,5 Jahren? 2016. Bis 2016. Da hat sie einen schwerwiegenden Fehler in Anführungszeichen gemacht, und zwar hat sie beim Lokalradio in den Niederlanden, hier bei unseren Nachbarn in Limburg, ein Interview gegeben und in diesem Interview angedeutet, dass man als Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland dazu gehalten wäre, sagen wir mal positiv über die Flüchtlingskrise zu berichten. So, jetzt ist die Flüchtlingskrise originär jetzt nicht das Thema heute Abend, aber trotzdem hat das auch etwas mit Gender Mainstreaming zu tun. Einige von Ihnen werden ja auch sitzen, warum suchen die sich bei der AfD so ein sperriges Thema aus? Warum reden wir nicht über die Flüchtlingskrise oder warum reden wir nicht über die Altersarmut, die immer mehr Rentnerinnen und Rentner dazu zwingt,
kann man hier im Stadtbild auch beobachten, Pfandflaschen aus den Mülltonnen zu holen. Warum ist dafür kein Geld da, aber für andere Dinge schon? Oder wenn Sie die Familienpolitik betrachten, eine steigende Anzahl von alleinerziehenden Haushalten und immer weniger stabile, traditionelle Familienverhältnisse. Da sollte man zum Beispiel meinen, eine Bundesfamilienministerin Giffey sollte sich vorrangig um diese Angelegenheiten kümmern, denn sie sitzt schließlich im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und, nein, wie heißt das? Bundesministerium für Familie und Gedöns, glaube ich. Nee, das hat der Schröder mal gesagt. Nee, ist ja herabwürdigend. Ich habe Spaß gesagt, nein, sie beschäftigt sich nicht mit sozialen Themen wie Altersarmut, sondern vor zwei Wochen konnte man den Mainstream-Medien entnehmen, dass Mutter und Vater zukünftig in öffentlichen Anschreibungen, Dokumenten von Kitas als Eltern 1 oder Elternteil 1 und 2 angeschrieben werden sollen. Ja, und das hat dann wieder durchaus mit dem Thema zu tun. Ich weiß, wir spannen jetzt hier den Bogen weit, wir kommen auch auf die anderen Sachen sicher noch zurück. Wir wollen halt mal klären, wie kommt es, dass so ein Thema, das kaum jemand kennt, im Grunde genommen doch den politischen Diskurs bestimmt. Wo liegen tatsächlich die Ursprünge von Gender Mainstreaming? Welche vermeintliche oder tatsächliche Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung will man damit beheben? Sind die Mittel, die dazu angewendet werden, effizient? Und was kostet das Ganze und wen kostet das was? Ja, und ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen. Ich wollte gleich korrigierend eingreifen. Das heißt nicht Flüchtlingskrise, sondern Willkommenskultur. Man muss sich schon an die Sprachregelung halten, die wir mittlerweile hier in Deutschland zu befolgen haben. Unter anderem ist Kritik an der Willkommenskultur, wie ich jetzt gerade in einem Buch von Habeck gelesen habe, das ich besprochen habe für die Weltwoche. Das ist keine Kritik, sondern eine Phobie, ja, also eine Fremdenphobie. Es heißt auch nicht Klimakritiker, sondern Klimaleugner, das nur noch hinzugefügt. Also wir leben in einer Situation, wo wir Sprachregelungen zu befolgen haben, also Elter 1 und Elter 2, da würde mich interessieren, Elter 1 der Mann ist oder die Frau? Ja, das, nein. Können die selber das aussuchen. Das wäre schon eine heterosexuelle Normierung, ja? Das, wär, also, das können die selber aussuchen. Nein, also okay. Der Zweck hinter dem Ganzen scheint mir folgendes zu sein, wenn ich das mal anführen darf. Und zwar, es geht einfach darum, wir haben ja in der Tat heute nicht mehr nur die traditionellen Familienstrukturen mit Mutter und Vater. Viele Bäste. Ach so, lesbische und homosexuelle Paare. Ganz alles klar, verstehe. Aber, also das Interessante ist ja, dass der Gender-Diskurs eine wunderbare Ablenkung ist. Also der Kieler Oberbürgermeister, der wegen einer Bestechungsaffäre in der Kritik stand, der hat jetzt die Stadtverwaltung dazu verdonnert, alle schriftlichen Verkehr streng gender durchzugendern. Also mit Sternchen und Binnen-I und so. Also es ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, der jetzt betrieben wird, um dieser Religion Gender sozusagen Folge zu leisten. Wir erleben ja eine Situation, wo die Menschen nicht mehr an Gott glauben, Chesterton das schon prognostiziert hat, also in dem Moment, in dem die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie an jeden Quatsch. Was anderes. Und wir erleben eine Situation, wo wir Ersatzreligionen finden. Also Klima gehört dazu. Wir haben es jetzt auf dem Kirchentag erlebt. Der einstmals als Enthüllungsjournalist des Spiegel gepriesene Laiendecker sagt, wer den menschengemachten Klimawandel nicht anerkennt, hat auf dem Kirchentag nichts verloren. Das heißt, es geht um Anerkennung eines Dogmas.
Es geht nicht mehr um Diskussionen, es geht nicht mehr um kritische Befragung, sondern es geht um Nein, längst. Nee, es geht nicht mehr um Naturwissenschaften. Also wir machen einen Schritt zurück in der Aufklärung. Ne? Also wir gehen sozusagen in voraufklärerische Zeiten zurück. Und die Genderei ist meiner Ansicht nach, fing sehr früh an mit der Erstarkung des Feminismus in den 60er Jahren und dann aber sehr massiv seit dem Scheidungsrecht der in den 70er Jahren, seit der Entfernung der Väter aus der Familie, ja, dass das Zerrüttungsprinzip anstelle des Schuldprinzips gesetzt wurde und das führte dazu, dass Männer und Väter sehr leicht aussortiert werden konnten. Die meisten Dreiviertel aller Scheidungsanstrengungen ging von Frauen aus. Damals, ich hatte das Buch damals 97 geschrieben, die Vaterlose Gesellschaft, damals war die Situation so, dass mit dem entsorgten Vater, verabschiedeten Vater, gleichzeitig aber auch ein tributpflichtiger Vasall geschaffen wurde. Also der durfte dann Unterhalt bezahlen für die Frau und die Kinder bis in die Puppen. Das ist mittlerweile geändert worden, aber damals war die Situation sehr stark so und da wurden sehr viele auf Drängen der Ehefrauen, die sich dann in Jochen oder Peter verliebten, sehr viele Scheidungen geschieden. Einige Scheidungen wegen Kleinigkeiten, der Männer hat nicht die Schrankwand besorgt, die ich eigentlich wollte und so weiter. Es hat sich ein bisschen geändert, aber das Prinzip war, dass der Mann und der Vater verachtet wurde. Dass der aus dem Spiel genommen wurde, weil Männer immer die Täter waren und Frauen die Opfer. Also es gab sozusagen von weiblicher Seite her den Opferdiskurs. Und das hat zu einer Zertrümmerung der Familie. Gut, aber wenn wir jetzt, Herr Matasek, zu Ende das Argument machen. Und also sozusagen die Alleinerziehende wurde zum neuen emanzipierten Phänotyp. Mit natürlich dem Staat als idealem Ersatzvater, der in dem Fall, wo der Mann als Versorger ausfiel, dann auch einsprang. Und das ist ja sozusagen der sogenannte Nanny-Staat, der damals geschaffen worden ist und mit verheerenden Folgen für die Kinder. Es gab kürzlich jetzt eine Studie, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder in Europa schwere Störungen, seelische Störungen aufweisen. Es ist erwiesen, dass Scheidungskinder häufiger drogenanfällig sind, häufiger kriminalitätsanfällig sind und Leistungsschwäche in der Schule und so weiter. Also okay. Das war ein Programm, das sozusagen schon früh anfing. Wir haben ja hier jetzt auf diesem Podium zumindest keine echte Opposition. Ja, von daher, ich wollte es nur erklären für die... Ich will mich nur kurz bemühen, einfach zur Vervollständigung. Ja, ja, ja. Also zunächst mal muss man ja sagen, als man mit der Abkehr vom Schuldensprinzip zum Beispiel, das wurde zunächst mal als äußerst fortschrittlich und progressiv gesehen. Ja, ja, ja. Ja, denn man sagte, das schmutzige Wäschewaschen hört auf. Im Übrigen, gut, Sie haben da ein paar, sagen wir mal, weniger gewichtige Gründe für Trennungen genannt. Aber Gegner würden zum Beispiel sagen, es hat auch immer häusliche Gewalt gegeben. Ja, das also wird in allen Scheidungsverfahren. In die Zeit zurückgehen, mit Frau Schwarzer haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen gemacht. Sie haben sich mal bei der Emma mit Ihrem Buch Die Vaterlose Gesellschaft, haben Sie sich bei ihr den Reward Pascha des Monats verdient, wenn ich mich da recht erinnere. Leider war damit keine Geldprämie verbunden. Also das ist, aber auch da sehen Sie, dass, damit wir auch wieder den Bogen ein bisschen zurück zu dem Thema hier, Gender Mainstreaming bekommen, also in der Tat, das hat was mit Opfer und Täter, Stereotypen zu tun. Ja. So, und die waren auch relativ einseitig, würde ich sagen. Herr Renner, Sie haben die Gunst in diesem Fall der frühen Geburt, also Sie verfügen über mehr Lebenserfahrung als ich, sind vielleicht beim einen oder anderen auch dabei gewesen. Was würden Sie sagen, die Frauenbewegung, wenn wir das denn Gender jetzt erstmal als Fortsetzung dessen betrachten wollen, wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Anfänge davon? Interessante Frage, schwierige Frage.
Ich will aber trotzdem eine Bemerkung vorneweg machen. Der Witz besteht im Grunde darin, dass selbst bei einem englischen Ausdruck wie Gender Mainstreaming normalerweise eine Interpretation und eine Begrifflichkeit sich dann findet, beispielsweise hier in der deutschen Sprache, die das eigentlich auch ausdrückt, was Gender Mainstreaming ausdrücken will. Ich sage Ihnen, es gibt keine Begrifflichkeit für Gender Mainstreaming im Deutschen oder im Französischen oder im Spanischen oder im Italienischen. Das heißt, es ist ein Zeichen für die Irrationalität dessen, was da eigentlich kreiert wurde, dass man gar keine Begrifflichkeiten hier zuschreiben kann. Ich komme auch gleich auf die Antwort, weil ich bin mindestens so langatmig wie der Herr Matusek. Ja, macht ihr nichts. Keine Sorge. Macht ihr nichts. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel vor dreiviertel Jahr Haushaltsdiskussion gehabt. Ich bin ja im Kultur- und Medienausschuss und medienpolitischer Sprecher. Und dann ist die Frau, Grütters, das ist ja die Kultur- und Staatsministerin, die rechte Hand von der Frau Merkel? Ja. Ja. Heißt immer noch Merkel. Heißt immer noch Merkel, jawohl. Nee, das war so ein Gag, habe ich. Solche Gags mache ich einfach mit Madame. Ich habe vor zwei Tagen die Befragung mit der Frau Merkel gemacht und da habe ich die Frau Merkel folgendermaßen angesprochen. Grüß Gott. Das mache ich immer, wenn ich jemanden begrüße. Grüß Gott an allen Orten, hochverehrte Frau Bundeskanzler. Wir sind am Thema. Ich habe nicht gegendert. Und schon haben mich alle anderen Fraktionen sofort niedergepöbelt, weil ich nicht Bundeskanzlerin gesagt habe. Aber dafür habe ich gut gemacht, indem ich gesagt habe, allen Orten, hochverehrte Frau Bundeskanzler. Ja. An allen Orten, heißt nicht zwangsläufig überall auch in Deutschland, aber weltweit ist sie natürlich hoch verehrt, hat ein bisschen was damit zu tun, dass sie auch überall natürlich gerne Geld ausreicht, um bestimmte Zielsetzungen zu erreichen. Und da war in dem Ausschuss, ich komme jetzt wieder zurück auf die Zwischengeschichte, Budgetberatungen. Und da wird unheimliche Menge Geldes, Staatsgeldes, Steuergeldes ausgegeben, unter anderem für Cultural Mainstreaming. Cultural Mainstreaming. Okay, und ich habe die Frau Grütters damals gefragt, was heißt denn Cultural Mainstreaming? Ich verstehe das nicht so richtig. Wissen Sie, was die Frau Grütters dann, die ist ja immerhin Staatsministerin, die ja diese Geldausgaben mit zu verantworten hat, hat sie gesagt, naja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Nehmen Sie einfach das Wort, das ist das gleiche wie Gender Mainstreaming. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet Gender Mainstreaming? Ja, wir haben jetzt nicht die Zeit, um das zu diskutieren. Verstehen Sie? Nein, es ist ein Wieselwort, was man verwenden kann, egal für welche Zwecke. So, und jetzt haben Sie ja gerade auf mein Alter rekurriert. Ich bin ja 2 Monate jünger als der Herr neben mir. Und, aber er hat es ja wahrscheinlich, auch so erlebt. Schauen Sie, als wir aufgewachsen sind als Kinder, meine Eltern, ich bin sowieso aus dem vorhergegangenen Jahrhundert, wir wurden so erzogen, dass wenn eine Dame bei uns zu Besuch kam, dann mussten wir die mit Handkuss begrüßen. Das war in unserer Familie Sitte und Usus. Das heißt, die Wertschätzung, die Courtoisie Frauen gegenüber war etwas, was ganz hoch eingeschätzt wurde. Das haben wir heute doch überhaupt nicht mehr. Und auch nicht wirklich als körperliche Übergriffigkeit, glaube ich, verstanden wurde. Nein, natürlich nicht. Das war Ehrerbietung vor Frauen. Weil Frauen, genauso wie Männer, aber Frauen haben bestimmte Fähigkeiten in diesem Leben, zum Beispiel Leben zu schenken, was der Ehrfurcht vor Frauen nach sich zieht. Jetzt kann man ja sagen, mein Gott, was ist das für ein altmodischer Kerl? Aber das haben wir komplett verloren. Verloren aus mehreren Gründen. Weil man das typische politische Effekt macht, nämlich man bringt Gruppen, Minderheiten, Mehrheiten gegeneinander auf. So wie man früher nach dem Zusammenbruch Deutschland junge Leute gegen die Elterngeneration aufgebracht hat, hat man irgendwann mal gesagt, Gleichberechtigung ist wichtig, aber man hat aus Gleichberechtigung Gleichstellung gemacht. Gleichstellung aber bedeutet die Schaffung neuer Benachteiligungen. Und man bringt Männer gegen Frauen
und Frauen gegen Männer dadurch auf. Und diese Emanzen oder diese Feministen haben das, das ist für mich Kulturmarxismus pur, das aufgegriffen und haben sozusagen versucht, Frauen eine neue Bedeutung beizumessen. Und ich glaube, sie sind maßlos über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben heute eine totale Frauendominanz, auch im politischen Raum. Nicht geschlechtlich. Da haben wir Glück, dass wir eine Frau hier haben, die wir gleich mal dazu sofort fragen können. Nicht geschlechtlich, aber von den Mentalitäten, von den Äußerungen. Männer sind heute, ich will nicht sagen in der überwiegenden Mehrheit, eigentlich weiblich in ihren Wahrnehmungen. Deutsche. Deutsche. Oder europäische Männer. Deutsche Männer. Ja. So. Ja, ja. Und ja, ja. Also das Emanzipatorische, das, was ja was Positives wäre, das Feministische, hat total überhand genommen und dekonstruiert alle Elemente unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dann würde ich gerne. Also Frau Zimmer, ich bin froh, dass Sie da sind. So sind wir nicht nur eine Herrenrunde. Genau. Vielleicht. Ich sehe das, diese ganze Gender-Mainstream-Diskussion und das ganze Geld, was dafür ausgegeben wird, die ganzen Anstrengungen, die ganzen Lehrstühle, die dafür geschaffen werden. Ich sehe das als Desorientierung und ich sehe das als Ablenkung. Mhm. Also Ablenkung von den wirklich wichtigen Themen, und da komme ich wieder auf mein Lieblingsthema, nämlich da, wo die Macht ist, also wo die Finanzen sind, da ist die Macht. Wir haben in Europa ganz, ganz andere große Probleme und in Deutschland auch ganz andere sehr, sehr große Probleme. Aber da wird im Augenblick mehr oder weniger nicht darüber diskutiert, ne? Also über, vor allen Dingen auch über die Finanzkrise, die wir ja immer noch haben seit 2008, also finanzielle, also Finanzprobleme und was auf uns zukommt da auch in den nächsten Jahren. Ich sehe das aber auch als nicht nur als Ablenkung von den wichtigen Themen, sondern auch als Desorientierung, also Desorientierung auch in der Gesellschaft, was Sie auch gerade sagen. Also die Rolle der Frau hat sich total verändert. In der Politik hat natürlich das Weibliche das Sagen, aber im Finanzwesen ist das überhaupt nicht der Fall. Bei den großen Firmen ist es gerade das Gegenteil. Es gibt dort kaum Frauen in wichtigen Positionen. Und diese ganze Gender-Diskussion, also ich halte die sowieso für absolut schwachsinnig. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen noch mal intensiv dieses Frau Zimmermann, ich muss ganz kurz mal intervenieren. Ich meine, von Helmut Schmidt kennt man das ja. Ja. Normalerweise ist es in städtischen Gebäuden untersagt zu rauchen. Nee, wir haben eine Einigung gefunden. Es ist Folgendes. Für uns gilt der Paragraph der Kunstfreiheit. Wir sitzen auf einer Bühne und wir sind Künstler in diesem Moment und wir dürfen rauchen. Ich habe Ähnliches schon mal im Thalia-Theater. Super. Wir haben... Runde fragen, ob jemand an... Ja. Das stimmt. Also, aber wir hatten Angst, dass die Nein sagen. Roger, es ist tatsächlich so, wir dürfen rauchen, von Gesetz her. Wir dürfen rauchen. Und, also ich möchte niemanden hier gesundheitlich schädigen. Er putzt sich schon die Nase. Ich hoffe, es fällt keiner tot um. Aber dieser Verordnungswahn in Deutschland geht mir sowieso auf den Keks. Ich wollte jetzt... Also da wir jetzt beim Thema Rauchen sind, dazu eine kleine Anmerkung. Also ich schaue überhaupt seit 3 Jahren überhaupt kein Fernsehen mehr, gar nicht, null. Ich schaue bei YouTube mir auch zum Beispiel meinen eigenen Channel oder andere, ne, Games of Truth, also das nochmal so gesagt, da berichte ich ja auch über diese Themen. Und ich schaue mir sehr gerne Netflix-Filme an, sehr, sehr gerne, und amerikanische Spielfilme auch teilweise, die dann hier noch nicht im Kino sind. Und mir ist wirklich aufgefallen, also da muss man wirklich einmal drauf achten,
alle Spielfilme, die zurzeit gemacht werden, wirklich alle, in allen Spielfilmen raucht der Hauptdarsteller. In allen. Es wird geraucht ohne Ende. Also das ist wieder die reine Werbepropaganda für die Raucher, also für Rauchen, für das Rauchen. Und man sieht auch immer mehr junge Leute wieder, die also wirklich rauchen. Absolut, also das aber... Das Anti-Rauchen... Also ja, das also ich jetzt muss ganz kurz sagen, ich bin selber Raucher, also niemand... Ich bin jetzt auch einen mutigen Herrn, der soll auch nicht jetzt das Gefühl haben, dass er alleine falsch liegt. Ist das für Sie in Ordnung, wenn wir es bei aber es ist ja ganz weit weg. Die können jetzt hier halt umstellen, aber wenn die den ganzen Abend hier rauchen, müssen sie zugeben, dass das nicht richtig ist. Ja, zwischendurch machen wir eine kleine Pause. Ich wollte jetzt nur, dass klar ist. Wir machen auch gleich nochmal eine Pause. Ja. Eine Hitzepause, ne? Ja, hat die Nationalmannschaft übrigens, die U21, die haben auch 2 Kühlpausen gehabt und haben für diejenigen, die es noch nicht wissen, 4-2 gewonnen gegen Rumänien. Ne? Also war er auf der Kippe und Luca Waldschmidt hat verwandelt. Und das, Sie haben mit Netflix natürlich recht. Frau Zimmermann wurde von mir unterbrochen. Ich mache noch weiter zum Thema Gender-Management. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist es Ablenkung und auch Desorientierung. Richtig. Weil das natürlich auch die Familie als Kern kaputt macht. Weil, was haben wir denn jetzt? Also wir haben Homosexuelle, wir haben lesbische Familien. Also das wird auf diesem, da war ich ja gerade stehen geblieben, bei diesem Regenbogenportal von der Frau Iffi, welches also mit sehr, sehr viel Geld unterstützt wird. Ein Portal, das sich jeder wirklich anschauen sollte, Regenbogenportal. Also dieses Portal ist sowas von chaotisch und ohne Informationen. Also da wird darüber gesprochen, zum Beispiel, dass jeder wohl irgendwelche intersexuellen Menschen kennen würde. Was genau völliger Schwachsinn ist, weil also über die laut deutschem Begriff sind 0,02% der Kinder, die geboren werden, also sind intersexuell. Also es gibt ja Hermaphroditen, also die halt beide, etwas von beiden Geschlechtern. Natürlich gibt es das. 0,02%. Nach deutschen wissenschaftlichen Untersuchungen, nach internationalen wissenschaftlichen Untersuchungen, vor allen Dingen aus den USA, sind es 0,07%. Das bedeutet, von 2000 Kindern, die geboren werden, hat ein Kind dieses Problem. Ja, da kann man natürlich sagen, wir sind eine sehr tolerante, tolle Gesellschaft. Wir müssen alle Bevölkerungsgruppen auch berücksichtigen und ein Portal für die Intersexuellen ist auch wichtig. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Bevölkerungsgruppe, die dieses Problem hat. Nun gut, dann gibt es halt... Die sollen eigene Toiletten jetzt geschaffen werden. Also diejenigen, die eine intersexuelle Toilette benutzen, werden sozusagen bloßgestellt. Ich habe da mit meiner Tochter auch drüber gesprochen. Ja, ja. Es gibt ja nur 2 Geschlechter. Das dritte Geschlecht gibt es nicht. Also biologisch gibt es das nicht. Also es gibt Männer und Frauen. Und dann gibt es Intersexuelle, aber das ist halt dann eine Fehlbildung der Natur, wenn man so will. Manche lassen das sich sagen wir mal Phänomen. Das ist noch nicht mal Fehlbildung, sondern ein Phänomen, was es natürlich gibt. Aber ich zum Beispiel diese intersexuelle Toiletten nenne ich anders. Das sind Toiletten für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, ob sie Onkel oder Tante sind. Ja. Ja. Also Stichwort. Ja. Wir haben jetzt auch alle, was, ich habe noch eine Hermatosekretär. Also es ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn ich eine Vagina habe, gehe ich auf die Damentoilette. Wenn ich einen Penis habe, gehe ich auf die Männertoilette. Also wir sind jetzt schon so sehr tief eingestiegen. Ich hatte nur, das war nur ganz am Anfang noch nicht bereit. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie bereit. Ja. Also wir sind direkt schon ganz in ganz bestimmte, konkrete Aspekte eingestiegen von Gender Mainstream. Ich wollte auch noch etwas dazu sagen, zu dem, also ich bin ja in den Niederlanden aufgewachsen. Und die Niederlande sind ja immer ein bisschen weiter, schneller als in Deutschland mit bestimmten Entwicklungen. Also homosexuelle Männer, lesbische Frauen, das ist kein Thema, das ist vollkommen normal. Und wenn ein Mann in Frauenkleidung sich wohlfühlt, dann geht er halt in Frauenkleidung in die Stadt.
oder mit hochhackigen Schuhen oder was auch immer, Travestiten, okay. Transgender, es ist kein Thema. Es ändert aber nichts, das daran, es ändert nichts daran, dass er ein männliches so ein Ding hat. Nein, das ist auch also es sprachen gibt, aber es gibt Kinder an und das würde sehr gut passen. Alles klar, okay, gut. Von daher würde ich Ihnen gerne mal einen Clip zeigen, der ist uns zur Verfügung gestellt worden und ich bin wirklich gebeten worden, dass ich das explizit sage. Also und zwar von Hedwig von Weverwörde, die organisiert die Demo für alle. Die haben in Baden-Württemberg, in ihrem Herkunftsland, sehr gut mobil gemacht gegen Gender in Kitas und Grundschulen. Da sind sehr viele Leute auf die Straße gebracht. Und die haben eigentlich ein sehr eingängiges 3-Minuten-Video gemacht zu Gender in der Schule und das würde ich Ihnen an dieser Stelle gerne mal kurz präsentieren. Ja, in der Zeit könnten wir doch ein bisschen weiterreden. Also ich wollte nur sagen oder einwerfen, dass dieser Gender-Diskurs, Sie sagen sehr richtig, es gibt keine Entsprechung im Deutschen, im Spanischen, der kommt natürlich aus Amerika und er ist ein Diskurs der Eliten. Also die einfachen Leute, die Leute, die Trump anspricht, die Malocher sind, die haben andere Probleme. Also ein abgeschlossener Diskurs der Eliten, der mit einer ziemlichen Verachtung gegen das sogenannte Pack betrieben wird. Und es ist natürlich eine Kulturstrategie, die Leute eben auszuschließen und ihnen das Gefühl der kulturellen Inferiorität zu geben. Und andererseits den Eliten sozusagen das kosmopolitische, die Deutungshoheit in kosmopolitischen Weihen zu verleihen. Und das darf man nicht vergessen, dass es doch eine sehr begrenzte Clique und eine sehr begrenzte Schicht ist, die sich über solche Probleme Gedanken macht. Und die Grünen eilen voran. Und die Grünen sind ja, wie wir wissen, in Großstädten, insbesondere in den Gebieten, wo die einkommensstärkeren Gruppen zu Hause sind, gewählt. Also in München, Innenstadt, haben sie über 40%. Und das ist also sozusagen ein Ausdruck der Arroganz und der Kulturhoheit. Das wollte ich nur sagen. Also es wird ja noch doller. Aus Amerika kommt ja auch die Theorie von Judith Butler, die behauptet, es gibt keine biologischen Geschlechter, sondern es gibt nur noch kulturelle Zuschreibungen. Soziale und kulturelle Zuschreibungen. Also wenn ich mich jetzt als Salatgurke fühle, möchte ich von Ihnen bitte als Salatgurke angesprochen werden. Es führt nichts dran vorbei. Die Genesis sagt, Gott erschuf den Menschen als Mann und als Frau. Und das hat Gott sei Dank Papst Franziskus kürzlich in einem Hirtenbrief nochmal festgestellt. Empörte Proteste seitens der progressiven Katholiken und auch der Protestanten. Wie kann er nur? Aber es führt kein Weg dran vorbei. Die einen haben einen Pimmel und die anderen eben nicht. Oder was anderes Schönes dafür, Brüste. Also wahrscheinlich sind viele Männer neidisch auf die Frauen, weil sie keine Kinder zur Welt bringen können. Aber so hat die Natur das nun mal eingerichtet. Ja? Also ich breche das vielleicht, wenn Sie mir erlauben, Sie zu unterbrechen. Ich breche das mal runter auf eine untere Ebene. Wenn ich in Düsseldorf irgendwas besorgen muss, ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf, dann gehe ich da in das Parkhaus, da bei der Oper. Und ganz vorne sind ja immer die Frauenparkplätze. Und ich hatte es da, und ich habe es immer eilig, wenn ich in Düsseldorf bin, also parke ich bei den Frauenparkplätzen. Die weibliche Seite. Pass auf, und dann kamen vor einigen Wochen kamen vier typisch grün aussehende Damen und haben sich fürchterlich aufgeregt, warum ich da jetzt den Frauenparkplatz benutze. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe euch nicht, was ihr wollt. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich bin im vollen Bewusstsein heute Morgen aufgewacht. Ich bin eine Frau. Was glauben Sie, was die für Beschimpfungen hinter mir hergerufen haben? Jetzt kann man natürlich sagen, und ich möchte nicht, dass Sie das alles nachmachen, jetzt kann man natürlich sagen, na gut, die Frauenparkplätze sind vorne, weil dann die Bedrohungslage manchmal ein bisschen nicht ganz so hoch ist, weil man schneller am Ausgang ist. Nö, finde ich nicht. Also man kann parken, wenn man parken will. Also was ich so interessant finde an diesem ganzen Gender Mainstream, es kommt ja auch wirklich aus den USA und das ist absolut richtig, es ist ein Luxusproblem, es ist ein Problem der Elite. Wir haben auch die Zeit und
ja, vielleicht auch das Geld, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Es gibt viele Länder, Regionen auf dieser Welt, wo man überhaupt nicht darüber nachdenkt, weil es einfach ums Überleben geht und es einfach ganz andere Probleme gibt. Und jetzt wollte ich nochmal auf die Niederlande zurückkommen. Also es ist klar, dass wir, klar, es gibt Mann, es gibt Frau, es gibt lesbische Frauen, es gibt homosexuelle Männer, es gibt Transgender, alles Mögliche. Und man ist tolerant, das ist ganz klar. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und da, finde ich, ist für mich so ein bisschen typisch deutsch, dass man das dann wieder so in den Himmel hypt. Wir machen das besonders wichtig. Ja. Naja, das Deutsch, das ist genau das. Deutschsein heißt, eine Sache um seiner selbst willen übertreiben. Ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich arrogant und auch ziemlich überheblich. Natürlich. Der ganzen Welt und auch der EU zu zeigen, wir sind besonders gut, wir machen das jetzt besonders richtig mit dem ganzen Gender, wir machen das mit dem Klimawandel, da sind wir ganz vorne mit dabei, mit Fridays for Future. Und ehrlich gesagt, in anderen Ländern in der EU lacht man sich ein bisschen über die Deutschen kaputt, wo man sagt, ihr Lieben, was ist das für ein Thema? Aber das ist kein Thema, weil es ist normal. Es ist normal. Ich glaube dennoch, dass es in der westlichen Welt eine politische Metastrategie bedeutet. Nämlich, ich kann politische Macht auf Dauer sichern, indem ich einzelne Minderheitengruppen identifiziere, ihnen meiner Mitwirkung und meiner Unterstützung versichere als Partei und dann sammle ich eine Minderheitsgruppe nach der anderen ein und schaffe es dadurch, Minderheiten, die wirklich extreme Minderheiten sind, über die Mehrheitsmeinung zu stellen. So wird heute Politik gemacht. Ja. Und das erleben wir jeden Tag im Bundestag. Aber als Erwachsene können wir uns dagegen wehren. Also ich finde es auch gut, dass dankenswerterweise Sie unsere Pleiten, Pech und Pannen etwas überspielt haben. Also wir sind jetzt soweit. Und okay, können wir ganz kurz dann mal Ton ab. Ton und Film ab. Sind Mädchen und Jungen das Gleiche? Außen betrachtet nicht. Jungs und Mädchen sind nicht gleich. Sie sind verschieden. Sie sind verschieden, solange sie klein sind. Und je älter sie werden, desto größer werden diese Unterschiede. Vor allem aber sind sie auch in ihrem Wesen sehr verschieden. Manche sind der Meinung, Jungen und Mädchen sind nicht deshalb unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Körper haben, sondern weil ihre Eltern, die Familie, die Gesellschaft, die Schule einfach alle diese Unterschiede konstruieren. Ein Mädchen sei nur deshalb ein Mädchen, weil es dazu erzogen wird. Ein Junge sei nur deshalb ein Junge, weil er dazu erzogen wird. Und weil sie unterschiedlich erzogen werden, sind sie nicht gleich. Für Gender-Ideologen ist das ein Problem. Denn diese nur anerzogenen Unterschiede würden später die Gleichstellung von Mann und Frau verhindern. Wie wollen sie dieses Problem lösen? Indem sie die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auslöschen und sie damit völlig gleich machen. Die Eltern, die Familie, die Gesellschaft und die Schulen sollen aufhören, einen Jungen zum Jungen und ein Mädchen zum Mädchen zu machen. Aber die Eltern, die Familie, die Gesellschaft verstehen nicht, warum die Geschlechtsunterschiede beseitigt werden sollen. Deshalb soll dieses Ziel über die Schulen verwirklicht werden. Weit weg von Eltern und Familie kann man den Kindern so ungehindert beibringen, alles zu vermischen, was typisch ist für Jungen oder Mädchen. Natürlich kann der Papa ein Kleid und Lippenstift tragen. Natürlich kann ein Mädchen LKW fahren. Natürlich kann ein Baby zwei Mütter oder zwei Väter haben. Im Unterricht wird alles männliche und weibliche ganz einfach vermischt. Wenn alles vermischt ist, ist alles gleich. Dann haben wir die totale Gleichheit. Aber wie kann ich dann sicher sein, ob ich wirklich ein Junge bin? Indem so getan wird, als ob alles gleich wäre, weiß ein Junge nicht mehr, ob er wirklich ein Junge ist. Ein Mädchen weiß nicht mehr, ob es ein Mädchen ist. Hat man dadurch das Problem der Ungleichheit gelöst? Nein. Wir haben nur ein neues Problem geschaffen. Verwirrte Kinderseelen. Wir wollen keine Schule, die die Kinder verwirrt. Wir wollen, dass unsere Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Wir wollen eine Schule, in der die Kinder unsere Kultur kennenlernen und einen kritischen Geist entwickeln können. Lass die Mädchen Mädchen sein und lass die Jungs Jungs sein. Sehr gut. Ja. Aber das ist übrigens erwiesen worden durch eine Studie, die in Kalifornien, wo ja diese Genderei sehr weit verbreitet ist, da wurde ein Fragebogen ausgegeben in den Schulen, in Primary Schools, als was fühlst du dich?
sehr stark als Mann, bisschen Mann, Mitte, weiß nicht, mehr als Frau, ganz stark als Frau. Rund 50% der befragten Schüler haben sich in der Mitte gedrängt. Mhm. Haben gesagt, ja, eher männlich oder eher weiblich, kaum jemand, männlich. Junge und weiblich. Also es ballt sich alle in der Mitte und weiß nicht so genau, hat einen erstaunlich hohen Prozentsatz gehabt. Also man kann durch Erziehung tatsächlich Kinderseelen prägen und verunsichern. Also ich muss also das ist sozusagen, insofern ist diese Genderei eine ganz gefährliche Geschichte. Aber es führt, Entschuldigung, darf ich ganz, ganz kurz zu den Medien nochmal, weil ich es nicht ausgeführt habe. Okay. Frau Beverwörde von der Elterndemo hat mich gebeten, das explizit zu sagen. Sie hat uns netterweise dieses Video zur Verfügung gestellt. Ich soll aber sagen, dass das keineswegs bedeutet, dass die Organisation sich mit allen Standpunkten der AfD sich zu eigen macht. Ja, das ist eine außerparlamentarische Geschichte und sie möchte keine Türen zuschlagen. Insofern nochmal Dankeschön an der Stelle an Frau Beverwörde, dass wir es trotzdem aufführen konnten. Also das, was Sie sagten, Herr Matusek, und auch das, was der Inhalt dieses Filmes war, es ist ja der Versuch darzustellen, dass durch diese Indoktrination, nenne ich es jetzt mal, man kann es auch Erziehung nennen, aber ich sage Indoktrination, die Klarheit, ob Mann, ob Frau, ob Junge, ob Mädchen, nicht mehr ganz so stark zum Ausdruck kommt, sondern eher, dass man sich in der Mitte, das hatten Sie ja so dargestellt. Ich habe ein bisschen abweichend davon eine etwas andere Gewichtung. Ich glaube, dass durch die Konfrontation der Kinder, und ich war 10 Jahre Kirchenvorstandsmitglied und ich hatte die Verantwortung für 6, 7 Kindergärten. Durch die Konfrontation der Jungen und Mädchen im Kindesalter, dann im Kindergarten, dann in der Schule, bis hin ins Studium, dass eigentlich die Mehrheit der Erziehenden und der Bildenden Frauen sind. Dass das Übergewicht eher bei einer Effeminierung der Jungens liegt, als dass eine Maskulinierung der Jungens wäre. Also in den Grundschulen und jetzt, da sind wir jetzt an dem Problem. Wenn wir heute sehr viele neu zu uns hereinkommende haben, die ganz anders sozialisiert sind, tribalistischer, Kampf ums Überleben, maskuliner, hegemonial männlich, andere Kultur. Und wenn wir aber jetzt im Grunde effeminierte Jungens haben, wie sollen die sich denn dagegen wehren können? Weil es wird ein Kulturkampf. Das ist ein Element. Ist das Einbildung? Ihre Einschätzung? Nein, es ist keine Einschätzung. Meine Frau ist Lehrerin und die macht die Erfahrung, dass tatsächlich die Jungen größten, ja, aber in der Schule auch vernachlässigt werden. Jungen sind anders im Temperament. Ja? Die müssen sich bewegen und so weiter. Ja. Auf die wird weniger eingegangen in den Schulen. Aber dass man viel kritischer ist, sagen wir mal, wenn jetzt ein deutscher Junge in der Schule, mein rein subjektiver Eindruck ist, dass die Neigung viel eher da ist, die Eltern anzusprechen wegen Verhaltensauffälligkeit, wenn der ein bisschen lebhaft ist oder vielleicht sogar Ritalin oder so. Ja, wenn er ein bisschen lebhaft ist, kriegt er Ritalin. Genau. Während man in Milieus oder in Vierteln mit vielleicht hohem Migrationsanteil, wo man dann plötzlich ganz andersherum sagt, man müsse kultursensibel. Aber wie kann man immer da diese zwei Maßstäbe? Naja, das Interessante ist doch bei dem Hereinströmen, also die Willkommenskultur. Es waren Mädchen, die da die Schilder hochgehalten haben. Und hereingeströmt sind 1,5 Millionen Unterhosenmodelle aus Syrien und Afghanistan, die natürlich eine... Also ich hätte mich wahrscheinlich auch mit dem Refugees Welcome-Schild hingestellt, wenn 1,5 Millionen Mädchen aus Thailand angekommen wären, notleidende Mädchen aus Thailand. Ich wäre mit dem voranmarschiert, ja, und hätte den Unterkunft gegeben, weil ich Christ bin.
natürlich, ne? Weil ich Nächstenliebe habe. Aber dann haben wir Deutschen so ein internes ja, Problem, also, was wir, was wir erleben, ist natürlich, dass eine Macho-Kultur hier importiert wird, die eine unglaubliche Faszination auf diese ganzen Helferinnen haben. Wir haben ja in Schweden mehrere Fälle von den sogenannten Flüchtlingshelferinnen, meistens Frauen um die 50 und die 60, wo es zu massiven sexuellen Ausbeutungen kam. Ja, da wurden Flüchtlinge sozusagen an den großen Busen genommen und nicht mehr losgelassen. Und das hat natürlich also dieser erotische Unterstrom ist natürlich auch sehr interessant in der ganzen Diskussion, was die Typen an der Schule angeht. Da wird es schwierig, da überhaupt irgendwie zu intervenieren, weil du willst nicht in die Fresse kriegen. Ja? Und die sind mittlerweile so weit, dass die Lehrer und so weiter bedrohen. Ja? Die lassen sich das nicht bieten. Ja? Und die Eltern und so weiter sorgen auch dafür, dass die kleinen Paschas, die sie da heranzüchten, nicht über Gebühr strapaziert werden. Ja? Aber also das Problem, was ich da auch sehe, ist, also wir haben ja in Deutschland dafür gesorgt in den letzten Jahren, also nicht nur in Deutschland, sondern in der EU, also auch in den Niederlanden, Belgien und so weiter, dass halt die jungen Männer sehr feminin sind. Also die haben mehr ein Zeigen ihre feminine Seite und das sind keine Macho-Männer. Also die deutschen Jungen, so jetzt vielleicht 18, ja. 25, 30, auch die Kleinen, das sind feminine kleine Jungs. Ja, ja. So, und jetzt kommen da diese Machos, diese echten Männer, wie wir sie auch aus der Werbung kennen, echte Männer, wie wir das auch in den Videoclips sehen, in den Musikclips, und die kommen in Strömen nach Deutschland, das sind überwiegend junge Männer, die kommen, und die haben eine unglaubliche Faszination, also bei jungen deutschen Frauen. Ja, ich habe das oft erlebt und ich kenne auch einige solcher Fälle, wo die jungen deutschen Frauen plötzlich extrem begeistert sind von diesen Männern, weil es nämlich diese richtigen Männer sind. Ja. Es ist also anders als wie in diesem Video gezeigt, egal auch wie man Kinder erzieht. Also ich habe auch versucht, mein Sohn, dass der mit Puppen spielt und meine Tochter mit Autos, vollkommen schief gegangen. Ich habe einen typischen Jungen und ein typisches Mädchen. Es hat nicht funktioniert, obwohl die im Dorf in der Schule waren, also auch da, es war vollkommen egal, womit sie spielen, aber es hat nicht funktioniert. Es gibt bestimmte Eigenschaften bei Männern und bei Frauen, die halt unterschiedlich sind. Deutschen Frauen, also die halt, die kennen diese sehr süßen, weichen, femininen deutschen Männer und ich sag das mal ganz krass, fallen dann rein auf diese Macho-Typen, die natürlich erstmal sehr, sehr nett sind und auch Honig um den Mund schmieren und auch richtige Männer sind und laufen dann also ungeschützt in ihr eigenes Elend rein, weil sie das nicht kennen. Aber den Makrochobi, Herr Matus, den wollte ja keiner mehr. Diese Freiburger Rudelvergewaltigung ist ein Beispiel, weil das Mädel ist mit dem erstmal rausgegangen. Ja. Ja. Und der hat dann die Kumpels angerufen und hat gesagt, ihr könnt mal. Ich wollte, was diese Verwirrung durch den elitären Diskurs, der da geschaffen wurde und die Absurdität, mit der diese Diskurse betrieben wurde, nur einen kurzen Absatz vorlesen aus meinem Buch hier, White Rabbit, der Verlust des gesunden Menschenverstandes, handelt auch viel von Chesterton, der Apostel des gesunden Menschenverstandes genannt wurde. Und habe ich in der FAS ein Heft gesehen, also im FAS-Magazin, wo es dann darum geht, im Mittelteil aber die wichtigste aller Fragen heutzutage, wie sieht Sex in der Zukunft aus? Mhm. Ich weiß, das interessiert natürlich den Schichtarbeiter ganz besonders. Was ist mit Robotsex und Dildoismus? Natürlich lungert das Gespenst des Dschihadismus weiter im Hinterkopf herum, aber wir haben weitergeblättert, haben das Unwohlsein hinter uns gelassen, denn jetzt spricht die Publizistin Emily Witt, Autorin des Kultbuches Future Sex, von ihrer Überzeugung, dass nicht etwa die Wüstenkrieger mit ihren ehernen Geboten
Feinde ihrer voll verwirklichten weiblichen Sexualität seien. Nicht jene also, die das Steinigen von ehebrecherischen Frauen, das Hängen von Homosexuellen, das Enthaupten von Ungläubigen der Gegner propagieren, sondern, dreimal dürfen Sie raten, Donald Trump. Ja, wir haben ein neues Erkenntnissystem, eine neue Sprache erfunden in den letzten 3 Jahren, als ob wir Orwells Albtraum 1984 neu auflegen wollten, der nicht ohne Schuldige auskommt und den ritualisierten Hass auf sie. Trump und seine sogenannten rechten Populisten verkünden, so wird behauptet, eine heterofamiliale heile Weltfantasie. Tolle Begriffe. Die natürlich einhergehe mit, und jetzt kommt's, Gier, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, religiöser Intoleranz, Verlogenheit, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Kriegstreiberei und Verachtung der Armen. Also das alles sozusagen kommt im Gesamtpaket immer. Was für ein Kauderwelsch, was für ein Verdrängungskunststück. Da kann ich der guten Emily Witt und ihren Leserinnen und Lesern nur zurufen, spielt weiter mit euren Fortpflanzungsorganen herum, kratzt die letzte Lust aus ihnen heraus, denn bald wird euch der strenge Wüstengott die fair getradete Yogamatte unterm Hintern wegziehen und mit einem Gebetsteppich vertauschen. Und ich überlege gerade, welche tantrische Position einzunehmen wäre, um das zu verhindern. Also das ist ein kurzer Ausschnitt aus meinem White Rabbit. Und das Interessante ist ja, dass ich im Grunde genommen gefeuert wurde von der Welt, wie Sie wahrscheinlich wissen. Der Ausgang war ein Kommentar zu einer Fernsehdiskussion über Indoktrination an den Schulen bei Maischberger. Der Titel war, werden unsere Kinder durch die Indoktrination homosexuell und so weiter. Und dann fragte die Sandra die erschienenen Gäste, eine davon war Birgit Kelle, welches Familienmodell sie eigentlich bevorzugen. Da war jetzt Spahn auch dabei und so weiter. Und Birgit Kelle sagte, Vater, Mutter, Kind. Und da sagte Sandra, ja, ist das denn nicht schwulenfeindlich? Und da habe ich gedacht, also wenn das Sprechen über Familie, die grundgesetzlich geschützt wird, schon schwulenfeindlich ist, dann muss ich sagen, dann bin ich wahrscheinlich homophob und das ist auch gut so. Ja? Und das war der Titel dieser Glosse, eine Glosse, ich bin wohl homophob und das ist auch gut so. In Anspielung natürlich auf Bovareit, den Berliner Partybürgermeister, der sagte, ich bin schwul und das ist auch gut so. In England, in der britischen Presse, ich hätte bald einen Pulli Shampoos von dem Chefredakteur gekriegt, weil die Witz verstehen. In der Welt wurden Vollversammlungen eingerufen. Es erschienen 3 Artikel gegen mich, wo ich als unchristlich und so weiter und unmenschlich beschimpft werde. Und der dritte kam von Claudia Roth als Gastkommentatorin. Das ist aber schon eine Ehre, oder? Ja, die mir klar machte, dass ich gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, verstoße. Also in derartigen Absurditäten ist das verfallen. Und ich bin gleich zu Ende, Schlusspointe, derjenige, der die letztlich meine Kündigung betrieben hat, Ulf Poschert, der Chefredakteur, schrieb später mal einen Leitartikel, ging es um Trump. Er sagte, wenn wir Deutschen uns gegen Trump zur Wehr setzen wollen, wirklich zur Wehr setzen wollen, dann müssen wir alle kreativer, intelligenter und schwuler werden. Okay. Es gab dann einen Aufschrei von den Lesben. Und dann wurde das geändert in, wir müssen alle intelligenter, kreativer, schwuler und lesbischer werden. Also um die Absurdität einfach mal vor Augen zu führen, in der wir uns bewegen. Also ich denke, wir sind uns einig, dass wir machen uns ernsthaft Sorgen, sagen wir mal jetzt, um unsere Kinder, um unseren Nachwuchs, weil wir wollen einfach nicht, dass sie in der Schule ideologisiert werden und vorgeprägt werden, sondern Erziehung ist ja nun mal Elternsache. Aber schauen Sie draußen, wir haben jetzt hier, schauen Sie, was draußen auf der Straße los gewesen ist, Herr Renner, sagen Sie mir, was ist, also wir sind keine Wölfe im braunen Schafspelz, wir wollen niemanden am Baukran aufhängen, was veranlasst da unten diese Leute zu einem solchen Schauen Sie, das, was der Herr Matusek gerade geschildert hat,
ist ja mit Vernunft und mit Rationalität nicht begreifbar. Das heißt, diese ganzen Versuche wie Gender, Feminismus und auch andere Klimareligionen, das kann man nur durchsetzen innerhalb einer Gesellschaft, wenn ich einen Trick anwende. Nämlich, der Trick heißt Moralisierung. Ich muss dann, der dem Mainstream nicht folgen will, den muss ich ausgrenzen. Früher war das Political Correctness, heute ist es schon ein bisschen weiter als Political Correctness. Ich muss hypermoralisieren und dann trauen sich die Leute nicht mehr, die im Grunde mit diesen Phänomenen gar nichts zu tun haben. Also und auch sagen, das hat mit mir nichts zu tun, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil es hat auch keine rationale Grundlage. Aber sobald ich es moralisiere, dann trauen sich diese Leute nicht mehr, zurückzutreten und zu sagen, ich bin da dagegen, sondern sie schweigen. Elisabeth Nölle-Neumann, Schweigenspirale, etc. etc. Das sind die Prinzipien, das sind die Mechanismen, die wir einfach erkennen müssen und dann auch in politisches Doing, in politische Handlungen umsetzen müssen. Wir haben mich gerade gefragt, da draußen, aber in der Hinsicht, wie das läuft. In der Hinsicht bewegen wir uns ja im Augenblick rückwärts. Natürlich. Also wir haben ja eine total, wir haben einen Feminismus, wir haben emanzipierte Frauen. Wir sind, also es gibt eigentlich keinen Beruf, den eine Frau nicht ergreifen kann. Ne? Eben, wenn sie ihn wollte. Wenn sie ihn wollte, genau. Lastwagenfahrerin, okay, ist halt immer noch ein Beruf, den viele Männer machen, weil Frauen vielleicht, keine Ahnung, keine Lust. Kanalreiniger haben. Sind sie auch, machen sie auch nicht. Aber gerne. Was ich, und das, wir bewegen uns nämlich im Augenblick zurück. Ich war diese Woche total schockiert. Ich habe nämlich in München studiert, 12 Jahre in München gelebt. Und es war in den 80er Jahren vollkommen normal, dass man im englischen Garten nach der Uni die Nackerten im englischen Garten, dass man sich da nackt in die Sonne gelegt hat. Ob manche wollten das nicht, die haben das nicht gemacht, andere. Aber es war normal. Keiner hat daran Anstoß genommen. Jetzt habe ich gelesen, Security, 2 Frauen bekamen eine Anzeige, weil sie oben ohne an der Isar gelegen sind. Da habe ich gedacht, wo sind wir, wo kommen wir hin? Alles, was wir uns erarbeitet haben, kurze Röcke, jetzt war es super heiß, habe ich gelesen, dass Firmen ihren Frauen vorschreiben, dass sie nicht zu kurze Röcke tragen dürfen, dass sie, wenn also in bestimmten Fällen eine Strumpfhose anzuziehen haben, also eine Panty, und zwar, wenn sie keine schönen Beine hätten oder ein bestimmtes Alter überschritten haben. Das hätte sich vor 20 Jahren keine Frau, also das hätte keine Frau sich gefallen lassen, dass man so etwas sagt. Die alle hätten gesagt, das ist Diskriminierung, das geht nicht. Heute ist es normal. Ja, das also, sind wir gehen zurück. Die Selbstwidersprüche der Grünen, die sich sozusagen selber beißen. Aber ihr Argument ist ja, wollte ich kurz auf den Punkt gehen. Ich glaube, der Kardinalfehler, den die Politik gemacht oder die Strategie, die die Politik gemacht hat in den letzten Jahren, ist nicht mehr zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, sondern zwischen gut und böse. Ganz genau. Also die Moralisierung der Politik. Da sagte Marshall Hell und dunkel Deutschland. Zum Beispiel. Da sagte Marshall McLuhan mal sehr richtig, moralische Empörung ist das Argument der Idioten. Sich Würde zu verleihen. Ja, sich Würde zu verleihen. Ja, sich Würde zu selbst. Also sehr Virtue Signaling. Yes. Also wenn ich dann einen Böse, ne? So, sich Würde zu verleihen. Genau. Und das ist eben der das fehlgeleitete... Das habe ich im Bundestag bei einer Rede schon gesagt. Da haben die gekotzt. Haben sie von mir geklaut. Nö. Ja, ich habe McLuhan gelesen. Nein, aber das Ding ist ja, also es ist sozusagen auf der einen Seite eine Erhitzung, religiöse Erhitzung bestimmter Themen, auf der anderen Seite eine Entpolitisierung. Also nur noch das moralische Empfinden soll zählen. Und das erlebt man ja, Herr Renner, auch in den Debatten im Bundestag. Und es wird ja immer gesagt, die AfD inszeniere sich als Opfer. Herrschaften, die inszeniert sich nicht als Opfer, die ist das Opfer. Die AfD kriegt kein Hotelzimmer mehr. Wahlkampfstände werden verwüstet. Wir mussten jetzt durch ein Cordon von Kindern, die eigentlich schon längst nach dem Sandmännchen ins Bett sollten, die brüllen Antifaschista. Ja? Und der Skandal ist, dass die Politik und dass die Altparteien, ein Begriff, der nicht von der AfD gekommen ist, sondern den die Grünen verwendet haben in ihrem ersten Wahlkampf, als sie in den Bundestag einzogen, dass die Altparteien systematisch
die AfD ausgrenzen. Der Gipfel ist jetzt das Kontaktsperreverbot der CDU-Führung. Söder hat das noch präzisiert. Er sagte, selbst Grußpostkarten, selbst eine Einladung zum Grillfest darf nicht mehr angenommen werden. Damit hat der Patzel mir vorgestern gesagt in Dresden, damit hat sich die CDU als Volkspartei endgültig verabschiedet. Okay, aber lass mich noch mal was dazu sagen, weil es gleich ein Beispiel aus dem Bundestag ist. Ich bin Kuratoriumsmitglied in der Bundeszentrale für politische Bildung. Bundeszentrale für politische Bildung macht Anstrengungen, kriegen auch 20, 30 Millionen Euro. Chef. Ja, Thomas Krüger. Ja, pass auf, über den rede ich gerade gleich. Und dann hatten wir die konstituierende Sitzung. Also politische Bildung ist ja wichtig, aber die Frage ist halt, wie mache ich die politische Bildung? Okay, wir haben konstituierende Sitzung im Bundestag, war auch der Herr Kauder anwesend, der Herr Seehofer. Und dann macht er seine Eröffnungsrede. Der Herr Thomas Krüger ist ein früherer Bürgerrechtler, heute aber ein sehr angeschmiegter Systempolitiker, der, was Bürgerrechte angeht, mit gar nichts mehr am Hut hat. Ich sage das auch im vollen Bewusstsein, dass hier ein Video gedreht wird. Der macht seine Eröffnungsrede und sagt, der politische Diskurs ist das Wesentliche im demokratischen Prozess. Gibt es da was gegen einzuwenden? Nein, natürlich nicht. Der politische Diskurs ist das Wesen des politischen, des demokratischen Prozesses. Komma. Aber wir haben zu bestimmen, mit wem wir diesen Diskurs führen. Und wir haben seit Neuestem eine Partei im Bundestag, mit denen wir den Diskurs nicht führen werden. Habe ich meine Tasche genommen, gepackt, habe gesagt, Sie haben einen in der Klatsche und bin gegangen. Aber jetzt, ich kenne Thomas Krüger noch, aus Zeiten, als er so einen Rauschebart gab. Und aussah wie ein russischer Pope. Mittlerweile trägt er Maßanschuhe und Maßanzüge, war eine Zeit lang mit einer CSU-Abgeordneten zusammen, die ihn jetzt dann verlassen hatte und... Also ist natürlich auch ein bisschen privat irgendwie geschädigt. Aber was da von der Bundestagspolitischen Bildung kommt, ist die pure Hetze. Also das muss man sagen. Pure Hetze. Ist eine zielgerichtete Attacke auf eine Partei, die demokratisch gewählt ist und die 8 Millionen Wähler hat. Und wenn man dann noch sieht, dass diese Rede der Konstituierung anschließend im Protokoll so verdreht war, dass das, was ich gerade geschildert habe, nicht mehr zu erkennen ist. Ja, da sehen Sie, in welchem prototalitären System Das Establishment, wir leben. Das Establishment wehrt sich mit Zähnen und Klauen, weil sie das nahe Ende sehen. Sie sehen so es vor Augen. Und sie wissen, sie sind nicht mehr lange an den Futtertrögen. Ich war jetzt in Sachsen, in Dresden. Thüringen alles und Brandenburg wählen ja auch. Da werden die Herrschaften ihre Totenglocken hören und werden feststellen, dass es nicht geht, einen Großteil der Bevölkerung einfach auszuschließen und so zu tun, als gäbe es die nicht. Es gibt sie und es werden immer mehr. Und ich hoffe, dass die Wahlen ein eindeutiges Signal da setzen werden. Ich bin sicher. Was mich auch wundert, ist zum Beispiel, es gab dieses Rezo-Video, was ja bei YouTube der absolute Renner war, ne? Die Zerstörung der CDU, genau, es war ja auch ein bisschen promoted und gehypt, und also mit Hilfe von Werbekampagnen und einer großen Werbefirma dahinter, Ströer, genau, eine der größten, also wenn man denn aus Sicht der grünen kapitalistischen Firmen, die es gibt, ein Großkonzern mit extrem viel Macht, hat dieses Rezo-Video finanziert, produziert und so weiter. Es gibt nur eine legitime Meinung, wurde in diesem Video gesagt von diesem jungen Mann, der übrigens in Aachen wohnen soll. Aber es hat also keiner hat diesen Satz beanstandet. Dieser Satz, es gibt nur eine legitime Meinung, ist ein vollkommen undemokratischer Satz. Es ist ein, ich habe mich gewundert, dass überhaupt kein einziger junger Mensch, der dieses Video gesehen hat, theoretisch in den gegangen ist und das beanstandet hat. Ja, vor allen Dingen hat er lauter Sachen gesagt, die nicht stimmen. Diese Belege. Dieser eine Satz. Und ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten und er sagte, junge Menschen können nicht mehr denken. Das würde ich nicht sagen, aber es wird allerhöchste Zeit, dass junge Menschen nachdenken.
dass sie jetzt Verstand einschalten. Ja. Dass sie wirklich ja, gut, aber anfangen zu hinterfragen. Aber jetzt ja, ganz kurz, das ist also das Thema, ist also okay, ist sehr hochakademisch. Ja. Oh. Ja doch, also nö, das ja, ist nein. Nö, das ja, das die, ich, also das ist nicht mehr akademisch, wenn ich eine Wahlveranstaltung von Gauland besuchen will und die Polizei muss uns schützen vor den Angriffen der Transferempfänger, die gepierst und tätowiert sind und mir ein Mädchen einen Zettel in die Hand drücken, auf dem steht, verpiss dich, du Nazi. Nein. Da habe ich ihr den Zettel zurückgegeben und gesagt, sorry. Ich bin kein Nazi. Nein. Return to sender, bitteschön. Aber also insofern, nein, aber nee, es ist eine ganz reale, praktische Plättung von anderen Meinungen, von Widerspruch. Das wird platt gemacht. Uns in als Kultur kann das nicht gemeint. Demokratie versus Antidemokratie, ganz eindeutig. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir eine doch überwiegend bürgerliche Wählerschicht haben, vielleicht nicht ohne großen akademischen Hintergrund. Wieso denn? Wie, nein, AfD-Wähler sind erwiesenermaßen gehören auch zu einkommensstärkeren Schichten, sind auch gebildet und. Die Wählerwanderung sind 900.000 von der CDU zur AfD, sind, weiß ich wie viel, 100.000 von der SPD zur AfD. Grüne 40.000 zur AfD. Die AfD ist eine Sammlungsbewegung von Menschen, die diese Demokratie retten wollen, die sich Gedanken darüber machen, wie die Zukunft zu gestalten ist und nicht diesen Wahnsinnigen zu überlassen. Alles richtig. Ja? Und wir laden in jedem Jahr so viel Migranten in unser Sozialsystem ein, die bezahlen 20 bis 30 Milliarden für die. Und wir haben Altersarmut im Lande. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich sagte das eingangs, also ich widerspreche ja gar nicht, aber ich möchte halt nur, was können wir dem normalen gewerblichen Arbeiter oder Angestellten vielleicht Sie, ich habe diese überhebliche Sicht wie Sie gar nicht. Ich mache unheimlich viele Veranstaltungen. Nein, ich stelle mich ja selber dazu. Nein, also, lass mal. Ich mache sehr, sehr viele Veranstaltungen, das werden ja auch im Raum hier welche sein, die manchmal schon gehört haben. Ich bin auf einem Level in meinen Veranstaltungen, die mal den einen oder anderen vielleicht rhetorisch, vom Hintergrund, philosophischen Hintergrund, vielleicht überfordert. Aber ich habe schon so oft erlebt, dass Leute anschließend zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe jetzt nicht alles komplett verstanden, aber ich spüre, dass das, was Sie sagen, genau der Wirklichkeit entspricht und ich fühle das auch. Und dann sage ich drauf, und das, was Sie jetzt nicht verstanden haben, dann schauen Sie nach. Denn Politik bedeutet, dass man sich bilden muss. Wir überlassen, das ist doch unser Problem, wir überlassen die Politik den Ungebildeten oder Missgebildeten durch die Schulen, durch die Erziehung. Wir müssen die Menschen dazu anhalten, sich politisch, demokratisch wieder zu bilden, damit sie erkennen, in welche Verwüstungen wir geraten in diesem Land. Und ich will Ihnen eins sagen, Herr Renner, ich war ja früher auch mal, ich war Maoist und alles Mögliche, aber je mehr ich als Journalist, als Autor spüre, wie sich die Meinungskorridore verengern, so ist es. Desto mehr radikalisiere ich mich. So ist es. Ja, schon aus Trotz trete ich natürlich auf AfD-Veranstaltungen auf, einfach um weil es mir stinkt, bevormundet zu werden. So weil es mir stinkt von diesen Habecks und Claudia Roths, die sagen, ja, mit Deutschland kann ich nichts anfangen. Joschka Fischer, der Polizistentreter, sagt, wir müssen so viele Migranten wie möglich reinholen, damit das deutsche Volk gezähmt wird und heterogenisiert wird, also aufgelöst wird. Trittin sagt Ähnliches. Also es sind lauter Leute, Deutschlandverächter, im Weserstadion, für Fußballfans im Weserstadion, Werder Bremen spielt, ist ein Spruchband entrollt worden, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja? Ja, genau. Und das ist das Ergebnis eines Bombardements der Grünen und der Gehirnwäsche. Und ich habe jetzt in der Neuen Weltwoche ein Stück über die Sprache von Robert Habeck geschrieben. Mhm. Und da ist unverkennbar das ideologische Grollen, das drunter ist. Wenn er von dem Telkamp in der Diskussion behauptet, Telkamp habe seine Phobien vorgetragen und nicht seine Kritik, sondern es sind gleich Phobien. Das heißt,
die werden zu Irren erklärt. Diejenigen, die werden pathologisiert, die Kritik an der Bundesregierung, werden pathologisiert. Und das ist ein fürchterliches, totalitäres Ding. Und ich erinnere ganz kurz an den Kurt Schumacher, der den Kommunisten gegenüber gesagt hat, das sind rot lackierte Faschisten. Ganz genau. Rot lackierte Faschisten. Und der Silone, ein italienischer Autor, hat gesagt, der neue wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Antifa. So. Und das ist man kann nicht erwarten, dass die Bürger sich mit allen Traktaten und Dokumenten der Frankfurter Schule beispielsweise beschäftigen. Habermas, Adorno, Marcuse. Kann man nicht. Aber man kann erwarten, dass diese Leittendenz, diese Leitmelodie von Habermas, nämlich herrschaftsfreier Diskurs, ja, umgeändert wurde in das glatte Gegenteil, nämlich diskursfreie Herrschaft. Ja. Das haben sie immer gemeint. Ja. Und diese Differenzierung, das müssen wir erwarten von Leuten, die in der Demokratie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Sie müssen das erkennen, denn wenn sie das nicht erkennen, dann haben wir verloren. Oh. Dann ist diese Kultur, und wir wollen ja diese Kultur schützen, die wir aufgebaut haben, unsere Musik, unsere Literatur, unsere Kunst, Malerei etc. Die Welt hat so viel zu verdanken, was deutscher Geist entwickelt hat. Und das werden wir alles verlieren, innerhalb von Jahrzehnten, wenn es uns nicht gelingt. Dem Deutschen gibt es auch ein Positiv. Aber wenn ich hier in den Dom gehe und Karl den Großen erlebe, dann denke ich nicht an Hitler, sondern die deutsche Geschichte ist reicher. Ja, fängt mit Otto dem Ersten an so und geht über Gutenberg, die geht über die Weimarer Klassik, über die Romantik und so weiter und hört bei Beckenbauer und Heidi Klum noch längst nicht auf. Wird in der Schule verengt. Ja, so. Wir erleben gerade eine derartige Selbstvernichtungswelle, eine ideologisch gezielte Selbstvernichtungswelle, die wir aufhalten müssen. Und die einzige Partei, die gesagt, ich bin nicht Parteimitglied, das muss ich Ihnen sagen, aber die einzige Partei, die da eine klare Trennlinie ist wirklich die AfD. Also wichtig ist auch, finde ich, dass die Menschen erkennen, also viele Menschen denken ja noch immer, wenn ich die Zeitung lese oder wenn ich eine Zeitschrift lese oder wenn ich die ARD einschalte, dass ich da Nachrichten und Informationen bekomme. Ja, ja. Das ist auch etwas, was Menschen erkennen müssen. Es ist nicht mehr eine Meinung, also früher gab es ja Tageszeitungen, in Aachen gab es 2 Tageszeitungen, das war eine Art Konkurrenz, eine gesunde Konkurrenz, wer hat die bessere Geschichte. Heute ist das alles ein Einheitsbrei. Die Menschen müssen verstehen, dass es keine freie Presse in dem Sinne mehr gibt. Es sind große, monopolisierte Verlage in Händen von 3-4 großen, sehr, sehr großen, wohlhabenden Familienkonstrukten. Und es ist alles ein Einheitsbrei. Wenn eine Pressemitteilung rausgeht von der Bundesregierung, lese ich die 2 Stunden später bei dpa und dann in allen sämtlichen Medien überall. Das heißt, eine Partei wie die AfD, die anders denkt, die anders ist, die wachrütteln möchte, die hat auch keine Chance in den Mainstream-Medien. Das heißt, das müssen die Leute aber auch verstehen, das müssen sie kapieren. Also man kann das politisch ausdrücken. Politisch ausdrücken. In unserer Demokratie hat das Medium, Sie sind ja Medienmann, Journalist, mal die wichtige Funktion gehabt, die Kontrolleure der politischen Macht. Die sogenannte vierte Gewalt. Aber sie sind heute nicht mehr die vierte Gewalt. Sie sind nicht mehr die Kontrolleure der politischen Macht, sondern noch viel schlimmer. Sie sind zu Agitatoren, zu Herolden der politisch Mächtigen geworden. Das ist eine komplette Umorientierung. Ich sage ja heute auch nicht mehr Journalist, also die meisten sind keine Journalisten mehr, sondern eigentlich Pressesprecher der Regierung. Ja. Und was die meisten Leute auch nicht verstehen, die denken, dpa ist eine unabhängige Instanz. Nein. Das ist es natürlich nicht. Nein. Das sind Dinge, wo auch darüber aufgeklärt werden muss, weil Medien, Informationen kommen auch über Medien und wenn man immer die gleichen Medien hat, alles aus einem Topf, gibt es keine Chance, eine alternative Meinung zu bekommen. Das hat ja auch die Otto-Brenner-Stiftung ermittelt. Genau. Die haben ermittelt in der Berichterstattung über die
Willkommenskultur, die eigentlich eine Schneise der Verwüstung gewesen ist, dass 80% der Zeitungen positiv und im Sinne der Regierung geschrieben und kommentiert haben. Und das ist natürlich beklemmend. Das heißt, es gibt eine, im Übrigen, kurze Klammer, 60% der Lokalzeitungen, da hat die SPD-Beteiligung. Ja, natürlich. Ja. Also das ist sozusagen, das ist schon ein Gewicht, schon ein Pfund, mit dem da umgegangen wird. Aber wir tatsächlich, wir erleben einen Journalismus, der verludert ist zu Propaganda. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Machen Sie mal weiter. Dann mache ich weiter. Ich will die Dimension noch ein bisschen erhöhen. Wir haben ja die Europäische Union. Und mit der Europäischen Union werden Dinge, die man sozusagen im Nationalstaatlichen nicht so ohne weiteres, ohne Widerstand durchsetzen könnte, einfach über Aktivitäten, über Initiativen wieder an die Nationalstaaten zurückgegeben. Und wir haben ja vor kurzem ernsthaft auch diskutiert, also als AfD, dieser Global Compact for Migration. Und innerhalb dieses Global Compacts for Migration sind ganz klare Leitlinien drin, wie Journalismus, wie Medien bestraft werden müssen, wenn sie nicht positiv über Migration zu berichten haben. Da, wo Staatsgelder ausgereicht werden, steht ganz explizit drin, werden wir diese Staatsgelder streichen, wenn nicht positiv berichtet wird. Und da, wo gefällige Berichterstattung ist, da werden wir überlegen, wie wir Finanzbeihilfen zu den sowieso darbenden Medienunternehmen sozusagen beigesteuert werden können. Das Schlimme ist ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen, mit denen sie ja Erfahrung haben, mittlerweile daraus eine Tugend machen. Die sprechen nämlich von Haltung. Haltung ist das neue Streichelwort. Das ist einfach Framing. Im Grunde genommen Framing. Also wir präsentieren Nachrichten sozusagen in einem bestimmten Kontext, der sozusagen der Regierung und der Migrationsfreundlichkeit und so weiter hilft. Und das ist bedenklich. Ja? Die Öffentlich-Rechtlichen, die leben ja von unseren Zwangssteuern. Ich habe eine Frage. Und wenn die sozusagen aus einer journalistischen Verfehlung eine Tugend machen und davon Haltung sprechen, ja, Haltung war für mich früher im Spiegel zu sagen, nee, der Papst ist prima, Benedikt. Ja? Haltung hat für mich bedeutet, eine Titelgeschichte über die vaterlose Gesellschaft zu machen, über die Verheerung, die der Feminismus in den Familien angerichtet. Das ist Haltung. Aber nicht mitschwimmen. Mitschwimmen ist keine Haltung. So wie Friedrichs gesagt hat, der Journalist, der sich mit einer, auch wenn guten Sache, gemein macht. Herr Renner, der Abend ist ja von Anfang an ein bisschen durcheinander. Macht doch nichts. Auch durch unseren überhaupt nichts. Besuch. Nein, ich wollte mal zum weiteren Ablauf. Auch das Publikum befragen. Auch wie Sie, wir können ja ein bisschen flexibel sein. Ja, also wir haben etwas später begonnen. Die Idee war eigentlich, dass dem Publikum noch Gelegenheit gegeben wird, Ihnen auch mit Ihnen persönlich. Wenn Sie mir erlauben, würde ich noch mal. Ja, nur, dass wir mal so den zeitlichen Rahmen festlegen. Weil unser politisches System, denkt man, besteht aus Exekutive, Legislative, Judikative. Das sind eigentlich die Grundgewalten in unserer Demokratie. Aber so ist es eigentlich gar nicht mehr. Die Legislative kontrolliert heute nicht mehr die Exekutive und die Exekutive hat sich die Judikative zum Erfüllungsgehilfen gemacht. Das sieht man daran, an solchen Sachen, dass aus dem Kreis der Legislative plötzlich schlagartig ein Verfassungsrichter gewählt wird, aus dem praktizierenden Kreis der Legislative. Und genau das ist das, was man sieht. Und jetzt denkt man, oder auch eine Gender-Professorin. Lass gucken. Pass auf. Wir haben noch eine weitere Dimension und ich rede immer von Beutegemeinschaft. Beutegemeinschaft der Parteien, der Großkonzerne, der Kirchen, der NGOs, der Unternehmen der Sozialindustrie. Die Exekutive geht heute her, hat auf Grundlage des Kulturbudgets 1,8 Milliarden die gesamten Organisationen des Kulturraums sozusagen sich unterworfen. Auch die Filmförderung, Kunstfonds etc. etc. Die spielen alle dieses Spiel mit. Und jetzt zur Filmförderung darf ich kurz einflechten. Gibt es ja ein wunderbares Beispiel, das zu diesem Abend passt. In Berlin sollen jetzt mit öffentlichen Geldern feministische Pornos gefördert werden, in denen auch
die Frauen oder Männer, die weniger schön aussehen, auch mal zu Wort kommen. Und genauso ist Diversität bzw. Gender Mainstreaming auch produziert worden in unserem Land. Nämlich, dass übergeordnete NGOs, Interessensvertretungen mit der Exekutive gemeinsame Projekte gemacht haben. Beispielsweise auch der Islamrat in Deutschland ist ein NGO eigentlich. Und dann arbeitet die Exekutive mit diesen NGOs, macht Projekte, die ja sogar staatsrechtlich dann Relevanz haben, weil sie mit Mitteln ausgestattet werden, wo dann Zielsetzungen vereinbart werden, die der Kontrolle der Legislative, ich als Bundestagsabgeordneter, gar nicht mehr unterliegen, weil die Exekutive dingelt mit den NGOs. Und dieser komplette Komplex der Beutegemeinschaft, wie ich es sage, ja, denen haben wir das zu verdanken. Wie können wir das lösen? Indem wir wieder zurückkommen auf die drei Gewaltenteilungen. Exekutive, Legislative, Judikative. Es darf keine Vermischungen geben, es darf keine Benefizien geben von der einen Seite auf die andere Seite. Genau, aber das kriegt, ist alles vermischt. Es ist alles vermischt. Und wer ist der Unterworfene und wer ist der zu Zahlende? Das ist der Bürger. Genau, ja. Genauso wie auch aus den Medien, ne? Also Journalisten, die dann Regierungssprecher werden. Nein, zum Beispiel. Regierungssprecher, die dann Journalisten werden. Also man belohnt sich gegenseitig. Es ist tatsächlich so, dass wir im Zustand der Verfassungsbrüche leben, der Gesetzesbrüche. Und das ist natürlich eine unglaubliche Verunsicherung. Der Staat oder die Nation war geschaffen, um Sicherheit, dem Bürger Sicherheit zu geben, Rechtssicherheit zu geben. Und das wird mit den Füßen getreten. Und das weil ist, man die Nation gar nicht mehr will. Man will die will man ja deshalb auflösen. Die will man auflösen in ein amorphes europäisches Gesamtsystem und dann noch größer. Weil in die Demokratie eigentlich den Demos voraussetzt, nämlich das Volk. Ja. Wenn ich aber kein Volk mehr habe, weil ich keine Nation mehr habe, dann habe ich Unterworfene und dann habe ich Leute, die ich ganz leicht dirigieren kann. Also Fazit, Herr Renner, das Ganze ist das Unwahre, ne? Wie Adorno sagte. Ja, hat der Alte doch recht gehabt. Ja, natürlich. Der hat zum Teil schon recht gehabt, der Adorno. Entschuldigung, Frau Hoffmann. Sind Sie einverstanden, wenn wir das so machen, wie wir sagen? Ja, gerne. Wir geben den Damen gerne. Selber auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht etwas zu trinken. Aber es liegt einfach daran, wir haben so viel Spaß miteinander zu reden. Das freut mich. Ich hoffe, das Publikum auch. Es ist noch hell, ne? Wir können nachher noch tüchtig ein hinter die Wände kippen, ne? Also an dieser vielleicht Stelle, mit den Freunden vor der Tür. Also an dieser Stelle für Sie alle nochmal die Gelegenheit und Aufforderung, bitte bedienen Sie sich draußen an wir rauchen jetzt nochmal einen. Jetzt gehen wir nochmal raus. Ja, machen wir nachher weiter. Kollege werden gleich draußen stehen und dann haben Sie noch eine, ist das okay für Sie alle, eine Gelegenheit, das Publikum? Oder? Ja, klar. Gerne. Ja, klar. Ich habe eine Frage, wie nehmen Sie das wahr? Ich nehme das so wahr, dass die Identität durch das Gender Mainstreaming und durch das Killen der Nationen gemacht wird, um die Menschen willenlos zu machen, um sie letztendlich versklaven zu können, um sie einfacher als Sklaven zu können. Das ist meine persönliche Wahrnehmung und ist Ihre Wahrnehmung. Also, ist ja, das schon eine Frage für eine harte Pause gehabt. Das ist eine super Frage, die ich jetzt gleich beantworte. Dann machen wir das jetzt noch. Ich habe gestern ja diese Befragung von der Frau Merkel gehabt. Und da war ich der zweite Redner unserer Fraktion und da habe ich Rekurs genommen auf die auf den Kirchentag in Dortmund, wo sie gesagt hat, wir sollten sozusagen nicht nur das machen, was richtig ist, sondern wir sollten alles das machen, was Afrika zu haben braucht. Ja? Und dann habe ich weiter rekurriert auf der Parteitag 2011 in Dresden, wo die Frau Merkel, gibt es Videos, gesagt hat, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht um ihn Teile seiner Souveränität abzutreten. Und dann habe ich sie gestern gefragt, wen meinen Sie denn mit der neuen Weltordnung? Wer ist das denn? Und an wen geben wir denn dann unsere Souveränität ab? Und nach welchem Prozess läuft das? Entscheiden Sie das? Oder haben wir das als Souveränitätsrechteträger, als Bürger zu entscheiden? Sie hat dann rumgeschwurbelt. Aber genau darum geht's. Identität soll abgeschafft werden, um im Grunde den Menschen zum Systemsklaven zu machen, frei von jeder Souveränitätsrechte. Und
das ist zutiefst undemokratisch, das ist zutiefst in die Richtung des Totalitarismus führend. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie Jürgen Eckert schon sagte, dieses Land wird sich radikal verändern und das ist auch gut so. Ja, und ich finde das überhaupt nicht gut. Wir halten dagegen. Okay, in diesem Sinne, also dann machen wir jetzt mal gut. Gerne. Ja, genau.